Ach ja, ich muss ja hier noch muten. Moment. Damit willkommen zu Summer in Mara. Ich wollte es eigentlich nur auf YouTube hochladen, aber die ganze Schneiderei und Renderei, gerade in diesen heißen Tagen, ist mir zu viel. Das streame ich das lieber und lade den Mitschnitt auf YouTube hoch. Streams sind immer auf Twitch, wenn ihr Bescheid wisst. Wenn ich nicht vergesse, packe ich einen Link in der Beschreibung. So, und jetzt wollte ich sagen, fangen wir an, aber das ist ja schöne Musik. Bisschen zu laut, oder? Und ich mache ein bisschen leiser. So, jetzt sollte es nicht allzu laut sein, weil mein Mikro. Ah, hier kannst du das ausstellen. Dann kann ich doch wieder hochstellen. So. Okay. Boah, ihr glaubt nicht, wie am liebsten ich jetzt meinen Ventilator hier aufstellen würde. Das ist so abartig heiß. Ach, wirst du direkt ins Spiel reingeworfen. Cora, warst du wieder auf dem Dach? Nein, ja. Ich habe dich doch gerade runterkommen sehen. Wir brauchen Orangen, um Saft fürs Frühstück zu pressen. Ich bin zu alt, um sie selbst zu holen. Drei Orangen. Kann man noch rennen? Ah ja. Ach, da war ja auch eine. Ups. Nehme ich trotzdem mit. Ein neues Ackerfeld. Klingt nach einem Albtraumleben, also das wäre ja nichts für mich. Du hast ein neues Rezept, Orangensaft. Lecker. Spitzhacke. Sollte ich das jetzt tun, oder?
Habe ich die jetzt gegossen? Ja, war. Ne. Jetzt müssen wir eine Axt craften. Fertige eine Axt im Haus an. Sind die alleine auf der Insel oder was? Pinienkern. Fälle den Baum mit der Axt und pflanze einen Pinienkern mit der Hacke, damit ein neuer Baum wachsen kann. So habe ich das in Animal Crossing immer gemacht. Bei diesen ganzen Quests. So, warte mal, wie mache ich das jetzt mit der Axt? Jetzt habe ich ein bisschen gepennt. Warte mal, das ist so nicht richtig. Da. Ah, jetzt. Ich finde hier besser. Braucht bestimmt Wasser, ne? Ich muss noch mit der Steuerung so ein bisschen klarkommen, die ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich weiß nicht, ob es richtig war, aber das wird, denke ich mal, wenn nicht, ist auch egal. Oh, Orangenmarmelade, lecker. Das habe ich damals so gerne gegessen. Aber meine Oma hat das seitdem nicht mehr gemacht. Jetzt habe ich ein bisschen gepennt wieder. Bereite im Haus Marmelade zu. Da fehlen mir Orangen. Zwei. Siehst du, war doch keine schlechte Idee, schon mal welche mitzunehmen. Einen hatte ich ja zusätzlich. War hier hin? Was, wenn ich schon... Jetzt habe ich das weggeklickt, weil ich springen wollte. Irgendwo war hier noch einer. War das hier? Nee. Da. Marmelade ist lecker. Ich werde Jaja etwas davon bringen. Wo sind die? Ach, da unten. Um.
Warum stellt die sich so komische Fragen? Also ich mag den Grafikstil echt. Der ist mega. Ich werde doch nicht so lange streamen. Ich wollte jetzt einfach nur mal angespielt. Vielleicht heute Abend so einen langen Stream bis hin zur neuen Season. Ich denke, das mache ich. Heute Abend einen langen Stream. Da grinde ich nochmal ein bisschen. Schaffe ich zwar nicht zu Level 350, aber... Naja, ich weiß nicht. Vielleicht doch. Ist so eine Sache. Sammle Treibstoff von der Quelle am Tor der Wächter und bring sie zu Haku. Und das ist jetzt wo? Ich weiß nicht, ob ich heute Abend streame. Ich denke, ja, es kommt darauf an, wie meine Lust dazu ist oder Motivation. Wenn ich so denke, ich schaffe das noch, dann schaffe ich das noch. Aber aktuell ist es unrealistisch. Und ich habe auch nicht so viel Zeit und ich wollte unbedingt das hier mal spielen. Genauso wie ich habe mir auf der Xbox jetzt noch Resident Evil Dings geholt. 7. Resident Evil 7. Das ist auch ein geiles Spiel, das habe ich ja schon mal durchgespielt, aber... ich habe das schon mal durchgespielt, aber ich wollte es nochmal auf der Xbox durchspielen. Auf PC kann ich nicht mehr. Da ist mein... Da ist mein PC zu kacke geworden. Ich meine, zum Stream reicht er, aber jedes Mal, wenn ich irgend so ein Spiel spiele, das viel Leistung frisst, dann stürzt er ab oder schaltet sich aus. Ich habe so das Gefühl, die kommt nie wieder, die Frau hier, dass es so eine Tutorial-Frau ist. Jetzt muss ich eine Angel und ein Ding herstellen, ne? Schade, dass ich nicht vorher sehe, was für Materialien ich dafür brauche. Holz nehme ich mal an, ne? Aber einen Samen gibt es hier nicht, ne? Das heißt, wenn ich die irgendwann alle abholze, habe ich nichts mehr. Ich lasse es erstmal. Ein Harzschwimmer, wie kriege ich denn das? Ah, mhm. Jetzt habe ich eine Angel. Ich sollte sie direkt am Teich ausprobieren. Wie war noch gleich das Rezept? Fisch, ein paar Karotten. Geh zum See und angle. Das ist ja kompliziert gemacht. Na gut. Ich hab's hinbekommen, das zählt. So, Fisch haben wir schon mal. Karotten, sagte sie noch. Da haben wir vorhin welche eingepflanzt, aber die sind doch noch gar nicht fertig, oder?
weiß nicht, ob das hilft, wenn ich das hier mache. Auf jeden Fall durch rumlaufen kann ich den Acker bewässern. Ach, das reicht schon. Okay. Das sieht nicht wirklich lecker aus. Stelle eine Fackel her. Ein Holz. Hallo Lukas, 2007, 111. Und danke für dein Follow von vor 2 Wochen. Ich sehe das hier gerade noch. Das ist sogar das Neueste, was oben ist. Vor 2 Wochen war ich, glaube ich, gar nicht live. Eine Fackel auf dem Berg. Kann ich hier abkürzen? Ja, wunderbar. Oh, ich bin... Oh, nee. Ja. Ich hätte vielleicht erstmal die Fackel herstellen sollen. Ja, kann ich machen. Wie gesagt, meine Prediction ist, diese Frau vom Tutorial, die kommt nicht wieder. Das Spiel ist zwar ab 6 oder so und die können nicht so was Dramatisches bringen, aber die kommt einfach nicht wieder. So können sie das umsetzen und das Alterslimit einhalten. Ich vermute das. Ich vermute das einfach. Das ist einfach zu obvious. Zünde ein Feuer auf dem Berggipfel an. Wenn du mir sagst, wo, dann gerne. Ich bin auf dem Berggipfel. Ah ja. Hä? Ich habe doch keine Fackel im Inventar. Wo muss ich denn das sonst anzünden? Ruhe. Was ist hier? Setzen. Ich habe keine Fackel im Inventar, ich habe nur die Spitzhacke, die Axt und das Handsymbol. Oder brauche ich noch ein Holz? Okay, die Bäume hier, die existieren gar nicht. Da kannst du einfach durchgehen. Aha. Okay. Jetzt verstehe ich. Doch, die kommt echt wieder. Oder? Die denkt auch nur an das eine.
Was soll das überhaupt sein? Ein Oktopus oder was? Jetzt wird's interessant. Ah, begrenztes Schwimmen haben wir, okay. Dann passen die auch auf, dass wir nicht zu weit rausschwimmen. Was ist mit die Karotten in 4 Tagen oder was? Oh, Kristall mit Y. Ui. Hat das einen Sinn, warum die Kristall mit Y schreiben? Kristall. Kristall. Ich wollte eigentlich schon früher anfangen, aber ich musste noch mein Handy einrichten. Bei dem anderen hat sich ja das Display gelöst. Das hängt am seidenen Faden sozusagen. Funktioniert noch, aber das Display, das guckt voll aus der Halterung raus. Einfach nur wegen der Hitze, weil es rausgeschmolzen ist. Ach, das Ding hat auch eine Story. Ich muss alle 4 Kugeln finden, oder was? Ich lese die Texte nicht vor, jeder kann die ja selber lesen, aber. Ja, mach ruhig. Das ist wichtiger. Ich bin jetzt schon noch maximal bis 14 Uhr, würde ich sagen. Also, nee, länger. 14 Uhr, 13 oder so. Ich mache eine Stunde oder so. Das lade ich dann noch auf YouTube hoch. Ich weiß gar nicht, habe ich eingestellt, dass der Chat angezeigt wird? Das muss ich mal in der Aufnahme nachher gucken. Für die auf YouTube, dass sie sehen, was geschrieben wurde. Ach warte, das kann ich ja selber testen. Ja, okay. Zwischensequenz. Oder Intro. Der sieht aus wie Berus. Oder wie der heißt, von Dragon Ball. Super. Oder das ist nur die Tutorial-Insel und ich muss jetzt andere Inseln besuchen und da Quests machen und sowas. Ich mag den Zeichenstil.
kannst denn du gehen? Ich wollte schon sagen, fliegen. Das ist aber ein Drache, oder so. Neun Stunden gepennt habe. Deswegen penne ich nie zu lange. Deswegen penne ich nie zu lange, sonst bin ich noch kaputter als vorher. Mann. Oh, Zeit ist vergangen, oder? Nee, doch nicht. Oh, jetzt haben wir sogar ein Zeitlimit oben. Ist die jetzt alleine oder was? Jo, hier ist einfach mal eine fette Motte drin. Und das am helllichten Tag. Komm nur vor, du bist dann dran. Bereiten zwei Ackerfelder vor und pflanze sie dann. Der funktioniert nicht? Junge, wie viel Zeit ist vergangen? Oh, verpiss dich, Motte hier. Wartet kurz. Ist ja eh nicht mehr so warm. Jetzt kann ich das Fenster aufmachen. So, Werkzeuge. Also ein Seil brauchen wir, da brauchen wir Faden, wie auch immer den man bekommt. Also nochmal. Eimer. Den haben wir schon mal. Wie viel Zeit ist vergangen? Und wo ist die Alte?
Metall. Nice. Da war sogar eine Orange oben. Aber keine. Keine Samen. Wir brauchen langsam mal Blättersamen. Ja, wo kriege ich denn diese Fäden her? Hühnerstall. 8 Brett. Oh Gott, das wird ja. Das wird später noch komplex. Uiuiui. Hier ist gerade eine Orange runtergefallen. Schweinestall. Was habe ich denn bitte verpasst? Die haben das irgendwie überhaupt nicht gezeigt, was Sache ist. Die haben gezeigt in der Cutscene, dass hier die Piraten waren, aber mehr auch nicht. Und jetzt sehe ich hier, dass das Schiffsding zertrümmert ist. Und alles. Hier war doch gerade irgendwas mit interagieren. Oder nicht? Wo kriege ich Seile her? Ich wüsste nicht wo. Gibt's hier keine Hilfe? Ich habe keine Ahnung, wo ich das Seil herkriege. In Bäumen macht das ja wenig Sinn, weil das so eine Spule ist. Da muss ja, wenn dann hier irgendwo eine Schatzkiste sind. Ich weiß echt nicht, also ich würde jetzt noch nur bis zu einer Stunde spielen, aber ich weiß nicht. Hat ihr was? Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Das ist nur ein Köder. Benutze den Hammer. Oh, ja gut. Ne, wobei nicht so gut. Mm.
Eimer habe ich ja. Aber ich kann nichts bauen. Wenn 22 Steine nicht ausreichen, dann sollen sie mir einen Tipp geben, wie viel ich brauche. Das Ding lässt mich ja hier völlig dumm sterben. Ich habe keine Ahnung, wie viele Steine ich brauche, zumal ich ja jetzt hier auch schon alle abgebaut habe. Alles, was hier drin ist, was geht. Ich werde jetzt mal schlafen gehen. In dem Spiel. Vielleicht ist alles respawned. Ja. Ich darf mein Stamina nicht so verbrauchen. Ein bisschen langsam gehen. Nö. Die Steine sind nicht respawned. Dann habe ich keine Ahnung, was ich machen soll. Vor allem, die macht sich Orangensaft und du brauchst Karotten dazu. Wie eklig ist das denn? Wenn ich Orangensaft trinke, will ich Orangensaft und keine Orange-Karotte. Wir sind doch nicht bei Multivitamin. Ich meine, das heißt Orangensaft. Und Orangensaft ist nun mal nur Orangen, sonst heißt es ja nicht Orangensaft. Ich weiß nicht. Pass auf, ich mache jetzt einen Kompromiss. Ich suche noch bis 13.58 Uhr, sagen wir es so. Dann warte ich auf den Fortnite-Teaser. Dann spiele ich was anderes. Wenn der Teaser gleich kommt, ansonsten in einer Stunde danach. Baue mit dem Hammer. Den habe ich. Ja, nee. Jetzt ist es auf einmal X oder was? Oh, das sehe ich ja jetzt erst. Ja, oh. Mann. Brauche ich noch Holz? Okay, das ist auch so ein festes Objekt. Das kann ich nicht abholzen. Ja, wenn man auch mal eine Axt ausrüsten würde, dann könnte man das doch abholzen. Oh Mann. Ja, ihr müsst wissen, wenn man das selber spielt, ist es nun mal ein bisschen schwieriger. Da sieht man alles, was ihr seht, nicht gleich. So, jetzt habe ich alles, was ich brauche. Kann ich den denn da nicht hinsetzen? Ich meine, da stand der vorher auch. Ach so, wenn ich es mir aussuchen kann, naja, dann bitte, dann hier oben. Wunderbar, jetzt geht's doch voran. So mag ich das. Sammle 3 Muscheln am Strand.
Was haben wir denn hier? Drei Garnelen. Lecker. Eine Muschel haben wir schon mal. Was liegt hier? Zählt das auch als eine? Ja. Hier kann man auch angeln. Also die Frage, es macht auch gar keinen Sinn, warum liegt denn da schon eine, warum hängt denn da schon eine Angelrute im Wasser? Ich meine, die Fische hätten entweder dann schon angebissen und die Angel weggerissen, weil keiner die hält. Oder würden gar nicht erst anbeißen oder so. Aber an und für sich ist das ein schönes Spiel. Grafisch und so. Das hat mich auch damals auf Kickstarter angesprochen, deswegen habe ich das ja damals auch mitfinanziert und habe, also ich habe zweimal finanziert für zwei Codes. Den einen kriegt Random Kai, wenn es dann, also das habe ich mit ihm schon abgesprochen, wenn es dann soweit ist. Oh, das zählt nicht. Es müssen unbedingt diese Muscheln sind. Die Schnecken hätten sie aber auch zählen lassen können. Warum kommt denn dann überhaupt ein Dialog, wenn das noch nicht alles war? Wartet mal. Mike, mein Hund ist durch die Tür gekommen. Der kann zwar hier rein, aber ich möchte nicht in der Aufnahme oder im Stream. Das ist so ein ganz kleiner. Der ist ganz brav, der bellt kaum. Etwas sehr Interessantes wird bald passieren. Ich gehe mal in die Küche und stelle neuen Saft her. Also ich denke mal, wir können schlafen gehen, oder? In dem Spiel jetzt. Da steht, alles Interessantes wird bald passieren. Wird das, denke ich mal, heute nicht mehr sein. Oh, jetzt ist es mitten in der Nacht. Geh zum Strand und finde heraus, was es mit dem hellen Licht auf sich hat. Ich weiß ja nicht, was du siehst, aber ich sehe kein helles Licht. Ich sehe nur, dass da was im Wasser treibt. Wie können die auch gesprächig sein, wenn das Statuen sind? Wartet mal, ich muss mal kurz pausieren. Beziehungsweise nicht pausieren, die Karte, die Uhrzeit im Auge behalten. 30 Sekunden habe ich noch.
Feuer entzünden. Ich weiß ja, dass hier eine Fackel über dir an ist. So, wartet kurz, jetzt muss ich kurz pausieren. 3, 2, 1, 14 Uhr. So, jetzt begebe ich mich auf Twitter. Nichts. Na ja, gut. Dann können wir weitermachen. Und ich habe heute noch keinen Frame verworfen. Ich bin stolz auf OBS, dass sie das Limit eingehalten haben, was ich eingestellt habe an Bandbreite. Das haben sie ja immer überschritten und dann hat es geleckt. Ich kann jetzt Feuer herstellen. Wunderbar. Etwas sehr Interessantes wird bald passieren. Dann begebe ich mich mal weg. Oder weißt du was, wir machen einen Fortnite XP Grind gleich. Also wie gesagt, ich mache die Stunde jetzt noch voll, die 12 Minuten. Summer of Mara, und dann lade ich kurz das YouTube-Video hoch. Und wir nehmen bei Zock mal Fortnite. Ich muss ja noch ein bisschen XP sammeln. Ich denke mal, ich kann pennen gehen um 11 Uhr morgens. Ich habe großartig nichts weiter zu tun. Und etwas sehr Interessantes wird ja bald passieren. Das Licht ist wieder da und naja. Vor allem das Licht, wie kann der das denn sehen? Das ist ja nur so eine kleine Puppe im Wasser. Kamera so spinnt. Oh, ich habe nicht mehr so viel Schwimmstamina. Wait, was ist denn das für eine Karte? Ich habe jetzt so auf Dumm und Dunst Plus gedrückt und komme auf diese Karte. Das ist doch nicht hier. Das ist niemals hier. Nee. Ich wollte eigentlich was essen. Sprich mit Napopo für den nächsten Auftritt. Wer ist denn Napopo? Jetzt auf einmal. Nee, die Steine sind auch nicht respawn, die da drin waren. Jetzt wird es wieder kompliziert. Sprich mit Napopo. Wer und wo ist Napopo?
Wir sind doch allein auf der Insel. Wir können doch nicht mit Napopo sprechen, wenn es hier keinen Napopo gibt. Wer ist denn das jetzt auf einmal? Und vor allem weiß er auch sofort den Namen, sprich mit Napopo. Jetzt will sie auch meinen O-Saft. Sind aber erst in einem Tag fertig, Karotten. Ich hätte jetzt gedacht, die ist weg. Oh, spring doch, wenn ich springen drücke. Oh. Vor allem, wo hat die den Schlüssel her? Jetzt muss ich ein Brett herstellen. Zwei Holz. Das kriegen wir hin. Ich schaue zwischenzeitlich gleich nochmal auf Twitter, ob es da was Neues gibt. Moment. Mache ich gleich mal. Ah ja, doch. Sorry, kurz, ich muss das Mikro kurz mal beiseite stellen. Na, nein, falsches Fenster. Moment. So. Warum kann ich das schneiden? Die Frage ist auch, will ich das? Also mich regt das hier langsam echt auf mit dem Springen. Wie früh du hier drücken musst und das hat nicht mal gereicht. Ah, oh, ja gut, wenn das so geht, dann geht das natürlich auch. Um...
Wo sind die jetzt? Ist die schon da oben oder was? Ah, oh, schöne kühle Luft. Ach doch, die Steine sind respawned, zumindest ein Teil davon. Oh, sag mir nicht, du brauchst einen Eimer. Ach Leute. Macht's mir doch nicht so unnötig schwer. Gut, das mache ich noch und dann bin ich erstmal raus. Ich renne jetzt auch, weil mir das zu viel ist. Na, wo soll denn der alte Tank sein, der Zitat alte Tank? Schön wäre es, wenn die mal mehr Texte hinzugefügt hätten, dass man wenigstens weiß, wo man suchen muss. Ich weiß nicht, wo der alte Tank-Zitat sein soll. Höchstens auf dem Boot. Ah, da kriegt man die Dinger her. Ich höre auf für heute. Ganz auf, ja. Ich bin kaputt auch und ich finde sowieso hier nicht, was ich will. Das ist eine Sucherei hin und her. Das Spiel ist nicht schlecht, keineswegs. Aber man hätte auch vieles besser machen können, sagen wir es so. Und ich bin erstmal raus für heute. Die erste Stunde sind wir auf Mara. Privat, da hätte ich das, denke ich, mal weiterspielen, aber ist doch heute erst frisch rausgekommen, deswegen dachte ich mir, ich mache kurz ein Quick View, also First View und dann, ja. Wir sehen uns dann. Oh, warte mal. Warte mal. Ich glaube, mein Bild ist eingefroren. Hä? Warte mal. Hä? Warum ist das eingefroren? Jetzt geht's wieder. Hä? Verstehe ich nicht. Okay, ich bedanke mich fürs Zugucken. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Beim nächsten Stream. Wahrscheinlich heute Abend. Mal gucken. Haut rein.